Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Ich weiß, ich habe mich jetzt fast 14 Tage nicht gemeldet. Tut mir auch total leid, aber es war ja Weihnachtsfeiertage und Geburtstage und all so ein Zeug. Und ehrlich gesagt wusste ich auch nicht so ganz, was ich drehen wollte. Also ich wusste, dass mein Jahresfavoritenvideo das letzte Video sein wird, das ich im Jahr drehen wollte. Aber wie gesagt, es soll dann halt ganz zum Schluss kommen. Und ja, von daher war ich echt unschlüssig, was ich hätte davor noch machen sollen. Ich habe in den Vampire Diaries Tag gemacht und der war ja so nicht so toll für euch anscheinend, aber gut, ich hoffe, dass dafür die Jahresfavoriten wieder mehr bei euch ankommen. Und wie ihr sehen könnt, bin ich heute in einer anderen Kulisse. Ich sitze heute bei uns unten in unserem Partyraum normalerweise und hier seht ihr auch ein echtes Feuer hinter mir. Ich sitze vorm Kamin, ich habe es also schön warm und gemütlich und ja, ich weiß nicht warum, aber es kann sein, dass die Kamera ein bisschen schief ist. Ich kann das euch nicht erklären, wieso. Ich versuche die schon die ganze Zeit gerade zu halten, aber steht eigentlich alles ganz gerade auf dem Stativ und keine Ahnung, aber egal. Ich versuche nicht mehr so viel außenrum zu labern. Es sind sehr viele Sachen. Ich fange an mit ein paar Food-Sachen, die ich habe. Dann mache ich weiter mit ein bisschen Lifestyle, Musik, Hörbücher so und dann kommt Pflege und Kosmetik und das alles und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich jetzt auch, endlich wieder ein Video zu drehen. Also es lag nicht daran, dass ich keine Lust hatte. Ich war nur einfach ein bisschen unschlüssig, was ich machen sollte. Und wie gesagt, es war halt einiges los. Ich fange jetzt, wie gesagt, an mit Food-Sachen. Und zwar erstmal mit einem Getränk. Habe ich euch schon mal gezeigt. Flying Power ist so eine, ist so eine Art Energy-Drink einfach. Sowas wie Red Bull, nur eben günstiger und nachgemacht. Und schmeckt aber genauso gut. Habe ich sehr, sehr häufig gekauft. Gibt's bei Aldi. Ist natürlich jetzt nicht so mega gesund, aber ich muss sagen, ich liebe einfach den Geschmack. Ich trinke das nicht, um irgendwie aufgeputscht zu sein. Das bin ich eigentlich auch nicht dadurch. Ich mag einfach diesen Geschmack total gern und ab und zu trinke ich das wirklich gerne und war eben 2014 ein Favorit. Dann habt ihr auch schon mal bei mir gesehen, ist dieses Knoblauchöl. Das gibt es von Deluxe, also von Lidl. Finde ich ganz toll. Also damit brate ich sämtliche Sachen an und gibt einfach so einen ganz, ganz tollen Geschmack dazu und es riecht vor allen Dingen auch gut. Also natürlich, ihr müsst Knoblauch mögen, wenn nicht, ist ein bisschen doof, aber ja, ich mag Knoblauch total gerne und finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich auch diese Kikkoman Sojasauce sehr gemocht. Ihr seht jetzt hier, da ist auch nicht mehr so besonders viel drin und die sind recht teuer dafür, dass da nur, wie viel ist denn da drin? 150 Milliliter drin, sie kosten glaube ich 3-4 Euro, aber man braucht ja auch unheimlich wenig von Sojasauce und ich muss sagen, ich bin ein echter Fan davon, denn ich liebe sowieso chinesisches Essen, also oder auch generell asiatisches Essen und wir haben auch gerade bei uns in der Nähe so einen ganz, ganz tollen Asiaten entdeckt, wo man so ein Mittagsmenü, so ein Buffet einfach hat, wo man, ich glaube für 7,20 Euro kann man da so viel essen, wie man will und das ist einfach geil und vor allen Dingen habe ich mich in Peking-Suppe verliebt. Die würde ich euch jetzt auch zeigen, wenn es denn möglich wäre, aber die gibt es soweit, ich weiß, nur bei ihm. Und mich irritiert es jetzt auch ein bisschen, dass es so schief ist, aber ich kann nichts dafür, sorry. Auf jeden Fall, ja, asiatisches Essen im Allgemeinen finde ich ganz toll. Die Sojasauce steht jetzt einfach mal so dafür. Genau. Dann noch etwas Soßenartiges, was ich auch über alles liebe, ist diese Bullseye Barbecue-Soße. Spicy and Sweet, super geil. Also die ist... Ich finde, die ist gar nicht so süß. Natürlich, da ist Honig mit drin, aber die ist vor allen Dingen auch scharf. Also für mein Empfinden. Natürlich sagen jetzt richtige Kerle, dass das überhaupt nicht scharf wäre. Aber für mein Empfinden ist es schon einigermaßen scharf. Aber ich mag es halt auch wirklich gern. Und einfach so zum Fleisch ist es einfach sehr lecker. Und ja, ist lecker. Dann ein Joghurt. Ja, ich zeige euch Joghurt. Und zwar hat der sich so in den letzten 3-4 Monaten bei mir so festgesetzt, und zwar von Schwäbchen. So ein ganz normaler Fruchtjoghurt, der ist jetzt nicht irgendwie besonders hübsch gemacht, das ist relativ einfach und ist sehr günstig und schmeckt mir einfach gut. Also ich nehme eigentlich immer die mit Erdbeer und der ist schön fein gerührt, da sind nicht so viele Brocken drin und ich mag Joghurt einfach in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Ja, genau. Das war jetzt das Foodzeug. Jetzt komme ich zu meinen Lifestyle-Favoriten, die ich euch auf einem Zettel aufgeschrieben habe. Und zwar beginne ich mal mit Hörbüchern. Ihr wisst ja, Hörbücher sind meine große Leidenschaft und ja, ich liebe Hörbücher über alles und ich habe euch ja auch schon sehr häufig Rezensionen gedreht und manchmal kommt es sehr gut an, manchmal auch nicht. Von daher, ich versuche das immer für mich auch abzuwägen, was ich denke, was euch interessieren könnte. Und ja, ich denke, ihr wisst es schon, es ist Eve Dallas. Also ich habe ja schon öfters mal darüber geredet, ich liebe diese Hörbuchserie über alles. Die spielt in New York in der Zukunft 2058 und 59 und es ist einfach mega geil. Es ist kein so Science-Fiction-Kram, es ist sehr realistisch auch noch, weil es eben auch um Morde geht und es interessiert mich unglaublich stark, ja. Aber es geht mir nicht nur um die Morde an sich, sondern mir geht es auch sehr um die Person Eve Dallas, um ihre Freunde, ihren Mann, um
alles, was darum passiert. Und ich habe alle Teile, die es bis jetzt gibt, durchgehört von 1 bis 19 und absolute Liebe. Und kann ich nur jedem empfehlen, hört euch da die Hörproben auf Audible an. Also ich finde es total geil. Oder wenn ihr Hörbücher an sich nicht mögt, dann versucht es einfach mal mit den normalen Büchern. Und einfach nur grandios, meines Erachtens. Ich bin total süchtig danach. Also so ein Hörbuch geht bei mir um die 14 Stunden. Und ich muss sagen, ich brauche dafür nicht so lange. Also ich 2-3 Tage und dann ist es durch. Also klar, wenn ich jetzt gar nichts zu tun habe, dann 2-3 Tage. Aber wenn ich weniger Zeit habe, natürlich auch länger. Aber generell machen die wirklich süchtig, ja. Okay, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Act of Passion. Ich weiß nicht, ob ich euch davon schon erzählt habe. Ist gar nicht so lange her. Ich glaube, den habe ich im Oktober oder im November mal gehört. Fand ich auch extrem gut. Also wenn ihr dazu nochmal speziell was hören wollt von mir oder dass ich euch ein bisschen was drüber erzähle, kann ich das machen. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr so viel, aber ich könnte mich da wieder reinversetzen, nur falls ihr es wollen würdet. Aber Act of Passion war auch sehr, sehr gut. Wie man schon hört, geht es natürlich auch wieder um Liebe und um Erotik. Das ist auch was, was mir immer gut gefällt. Genau wie in Malibu Blues. Das ist auch eins, in das ich mich ziemlich verliebt habe. War ein sehr, sehr gutes Hörbuch. Gibt es auch nichts dran zu meckern, also hat mir auch sehr gut gefallen, war auch sehr leidenschaftlich, es ging auch viel um Musik und war ein schönes Hörbuch, definitiv. So, dann machen wir gleich mit Musik weiter und es gab natürlich hunderte Lieder, die ich total gern gehört habe und die ich einfach sehr gern mochte 2014, aber ich habe jetzt einfach mal zwei Künstler aufgeschrieben, die mich einfach vom Hocker hauen. Eigentlich schon seit Jahren, aber gerade 2014 noch viel mehr. Und zwar einmal ist es Pitbull. Habe ich euch ja auch schon mal ein bisschen mehr, oder habe ich ihn schon erwähnt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich liebe diesen Mann. Er macht für mich mega geile Musik. Also wirklich das, was ich liebe, diesen Mix aus Rap und so, ich weiß nicht, ob man schon Techno nennen kann, aber einfach dieses, was viel Beat hat, wo man abgehen kann und gefällt mir einfach super, super gut und ich liebe seine Musik, auch gerade sein neues Album Globalization. Sind auch sehr, sehr coole Lieder drauf, die ich im Auto rauf und runter höre. Und absolute, absolute, absolute Liebe. Genauso wie das Album von Taylor Swift. Also ich habe nicht das ganze Album, das 1998, glaube ich, habe ich nicht. Aber ich habe mir 4 Lieder davon gekauft. Also bei Amazon hole ich mir immer die Musik. Schön legal, ne? Und ich liebe Taylor Swift. Also bei ihr ist es auch schon so, ich höre Musik schon sehr, sehr lange. Also ich habe schon angefangen, sie zu hören bei ihrem ersten Album mit Love Story und Mine und, oh Gott, was gab es noch alles? Sparks Fly, alles so Lieder, die habe ich damals schon sehr gern gehört und höre ich auch jetzt noch gern. Aber auch die neuen Lieder von dem neuen Album sind ganz toll. Besonders Welcome to New York, Blank Space, das Video ist auch geil. Was gab es noch? Wildest Dreams. All You Had To Do Was Stay und How You Get A Girl, genau. Das sind so meine Lieblingslieder, die ich auch rauf und runter höre und sehr, 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 sehr doll liebe. Und ich singe da auch einfach total gern mit. Ich singe dann total laut und obwohl ich nicht besonders gut singen kann, ich liebe es einfach. Also die Frau reißt mich auch immer wieder mit, weil sie sehr girly-like singt und das gefällt mir sehr gut. Und ich mag einfach auch, was sie singt. Man kann gut verstehen, was sie singt, was bei Pitbull manchmal ein bisschen schwieriger ist, weil er sehr schnell rappt und dann weiß man gar nicht, was will er jetzt gerade. Aber ja, beide ganz, ganz toll. Also ich finde, ja, ich würde sagen, die zwei sind die, die mich am meisten geprägt haben. Also das heißt, okay, geprägt ist ein bisschen krass, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe deren Musik sehr häufig gehört und ja, ich überlege gerade, ob es sonst noch wen gab, aber nee, natürlich, es gab, wie gesagt, viele Lieder, die so zwischendrin rauskamen, die einfach toll waren, wo man gerne dazu abgegangen ist. Dazu gehört auch Atemlos durch die Nacht. Ich glaube, da konnte keiner vorfliehen. Ja, habe ich natürlich auch öfters mal gehört, aber das war es eigentlich auch schon so im Großen und Ganzen. Also, ja, sonst gab es jetzt keine Lieder, die mir jetzt total im Ohr geblieben sind, wo ich gesagt hätte, das war so toll, das muss ich erwähnen, das gab es eigentlich nicht. Es waren viele Lieder, die gut waren, aber keins, das mir jetzt so ewig in Erinnerung geblieben wäre. Okay, dann hätten wir das und dann kommen wir nun zu dem Beauty-Teil. Ich fange jetzt mal an mit den Haaren und apropos Haare, sie sind heute etwas im Bad-Hair-Day-Modus und das liegt zwar daran, dass ich heute meine Haare färbe und zwar auch mit einem Jahresfavorit meiner Olia-Haarfarbe. Ich liebe sie einfach. Das hier ist die Nummer 10.0 extra hellblond und ja, ich finde die toll. Also ich könnte mir echt in den allerwertesten beißen, dass ich die nicht vorher entdeckt hatte. Ich hatte vorher die Olio Intense von Syos, die war auch gut, aber die hat so gebrannt auf den Haaren und nee, und dann habe ich Olia entdeckt, dachte mir, ach, ich probiere es mal aus und die ist
fantastisch und seit Monaten benutze ich nur die und toll, also wirklich, wirklich toll und bald in ein paar Stunden bin ich wieder vollkommen erblondet und dieser komische Ansatz ist endlich weg. So, dann natürlich gefärbte Haare brauchen viel Pflege. Eine Kur, die ich Anfang des Jahres entdeckt habe und lieben gelernt habe, war die L'Oreal Everpure Kur. Das ist jetzt der zweite Pot, den ich mir relativ schnell schon nachgekauft habe, aber erst jetzt angefangen habe zu kaufen. Zu benutzen, meine ich. Und das Einzige, was mich stört, ist der Geruch. Der ist halt sehr extrem nach Rosmarin. Aber die Pflegewirkung ist mega geil. Ich kenne keine Haarkur, die die Haare so gut pflegt wie diese Everpure Haarmaske. Und finde ich toll. Also die braucht jetzt keine Jahrhunderte zum Einwirken, sondern 3-4 Minuten reichen da vollkommen und eure Haare sind super weich und lassen sich ganz, ganz toll kämmen. Und ja, dann als Shampoo habe ich das 5% Pflege-Shampoo mit Urea. Und zwar ist das von Ombia von Aldi. Ist ein tolles Shampoo, das die Haare sehr gut reinigt. Hier steht jetzt extra für strapaziertes Haar, trockene Kopfhaut und juckende Kopfhaut. Deswegen habe ich es mir nicht ich habe es mir damals wegen trockener Kopfhaut gekauft. Mag ich aber sehr gern, weil es macht die Haare wirklich quietschesauber, aber eben nicht trocken sauber, sondern einfach schön sauber. Und danach, gerade wenn ich die Maske dann danach reinmache, können die Haare das viel besser aufnehmen, wenn sie eben richtig sauber sind. Und ja. Dann fand ich auch extrem gut, könnt ihr glaube ich sehen, von L'Oreal, das El Vital Öl Magique. Ist, würde ich sagen, zur Hälfte leer. Ist ein extrem gutes Öl, das ich auch das ganze Jahr über benutzt habe, das meine Haare sehr schön pflegt, kennbar macht und ja, einfach ganz, ganz toll. Ja. So, ich muss kurz durchschnaufen. Ich merke, dass mein Atem etwas. Naja, egal. Das merkt man, wenn man ein paar Wochen irgendwie nicht mehr filmt oder so, dann ist es irgendwie komisch, wieder so viel zu reden. Ich mache mal weiter mit Körperpflege, weil das sind nur 3 Produkte. Einmal hier von Kneipp, dieser Duschschaum wachgeküsst. Absolut geil. Also ich verstehe niemanden, der da was Negatives sagen kann. Erstens, der Geruch ist toll. Zweitens ist die Wirkung einfach sehr, sehr schön. Ich liebe das, unter der Dusche mich so einzuschäumen damit. Und vor allen Dingen, bei mir geht der überhaupt nicht leer. Ich habe den schon seit Monaten. Und da ist, wenn ich das jetzt so beurteile, vielleicht die Hälfte raus. Und ich benutze ihn fast immer, wenn ich dusche. Und absolut ganz, 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 ganz große Liebe. Werde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Dann auch eine große Liebe war das Totes Meersalz-Ölpeeling mit Lemongrass-Duft von Balea. Das geht auch nie leer, also das benutze ich aber auch nicht so häufig, weil es ist ein sehr grobes Peeling, wie es schon steht, mit Meersalz. Und es ist schon sehr extrem und meine Haut ist dann auch ein bisschen gereizt, aber dieses Öl, was da dabei ist, macht es wieder schön geschmeidig und gefällt mir gut. Dann aber auch was ich... Klar, auch bei fast jedem Duschen, also ich wechsle immer ab zwischen dem hier und dem hier. Und zwar von The Body Shop dieses Pfirsich-Shower-Gel halt. Das habe ich geschenkt bekommen und das ist, am Anfang dachte ich so, ich weiß nicht, ob das so mein Duft ist, weil er ist schon relativ besonders. Er ist eher herb, herb und süßlich zugleich, würde ich sagen. Also es ist nicht nur pure Süße, sondern da ist auch was Herbes mit drin, aber... Inzwischen liebe ich ihn total und vor allen Dingen mag ich Bodyshop-Duschgels inzwischen sehr gerne, weil die reizen meine Haut nicht, die pflegen jetzt auch nicht, aber sie reizen sie vor allen Dingen nicht und das ist sehr gut und das geht auch nicht leer. Also ihr seht ja hier oben, es geht einfach nicht leer. Also ich kann da so viel benutzen, wie ich will, es geht einfach nicht leer und ja, das spricht natürlich auch dafür, genau. Dann würde ich mal sagen, mache ich weiter mit Gesichtspflege und zwar erstmal mit meiner Abschminkroutine, sage ich jetzt mal. Da sind es die BB-Pflegetücher, ich liebe die total. 3-in-1 Reinigungstücher für empfindliche und trockene Haut, die habt ihr sicherlich schon ganz oft bei Leuten gesehen und ich kann mich auch nur anschließen, ich liebe die, die sind... Erstmal Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Man kann damit wirklich toll das Make-up entfernen, sowohl wasserfeste Mascara. Natürlich muss man da auch ein bisschen mehr rubbeln, aber es geht und ich benutze sie sehr gern. Und falls eine Mascara wirklich extrem hartnäckig ist, ist das hier auch meine zweite Liebe. Der Maybelline Make-up Entferner habe ich gerade erst ganz frisch nachgekauft. Ja, klar, der ist nicht so günstig, aber er ist für mich der allerbeste. Und oh Gott, nee, aber ich will jetzt nicht, naja. Nee, aber ich mache diesen Monat kein Flop-Video, von daher, ich finde den von Rival de Lupe so scheiße, auch diesen 2 Augen-Make-up-Entferner, 2-Phasen-Augen-Make-up-Entferner. Der bringt meine Augen immer so zum Brennen und hat sich hier unten drunter so trockene, da schuppt sich meine Haut schon leicht unter den Augen, ey. Und das kann nur von dem sein, weil es ist,
Ja, das einzige Produkt, was ich zurzeit zum Abschminken eben benutze, außer mal die Tücher, aber die Tücher benutze ich ja schon ewig und den von Rival de Loupe habe ich sehr neu und ich will ihn jetzt aber einfach leer machen, aber ich werde ihn definitiv nicht mehr nachkaufen und der hier ist so schön sanft und so schön geschmeidig zur Haut und pflegt die Haut und absoluter Favorit von mir. Dann, was Hautreinigung angeht, habe ich zwei Waschgels und ein Peeling noch. Das hier kennt ihr auch schon zu Genüge, Garnier Anti-Pickel Waschgel. Auch mega toller Favorit. Benutze ich nicht bei jedem Waschen, weil es relativ aggressiv ist, aber wenn meine Haut ein bisschen rumzickt, dann kommt es zum Einsatz. Und ansonsten benutze ich sehr gern das hier von Clinique. Das ist auch eine riesige Flasche. Also die habe ich mir mal vor 2 Jahren gekauft, habe sie dann lange Zeit gar nicht mehr angefasst und dann aber die letzten Wochen schon wieder mehr und ja, mag ich sehr gern. Das nennt sich Liquid Facial Soap in Mild und ja, ist für Mischhaut. Dann ein Peeling, das ich euch in meinem Müller-Haul, glaube ich, gezeigt habe. Und zwar von CV, ein hautverfeinerndes Peeling, auch unglaublich unscheinbar, aber ein ganz, ganz großer Favorit geworden. Also meine Haut war eine Zeit lang extrem trocken hier in den Backenbereichen. Und als ich das dann benutzt habe, waren die Trockenstellen sofort wieder weg und war einfach toll. Also es hat es so richtig schön entfernt und seitdem bekomme ich auch keine Trockenstellen mehr. Und ich mag es einfach super gerne und es kann sein, dass es gerade dunkler geworden ist, aber ich kann leider die Wolken und das Wetter nicht beeinflussen. Aber ich bin auch nicht gleich am Ende, aber ich versuche es, denn mein Fuß schläft auch gerade ein. Das ist nicht gut. Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Produkt für, ich glaube, unter 3 Euro. Ja. Dann eine Tagespflege, die ich mir auch schon 2-mal nachgekauft habe, ist die Nivea Sensitiv Tagespflege. Ganz tolles Produkt. Hilft, wie sie verspricht, gegen Rötungen, gegen Spannungsgefühl und ist für mich mit die beste Hautcreme, die ich jemals hatte und finde ich einfach toll. Ja, ich wirke auch irgendwie gerade ein bisschen fleckig, ne? Sorry. ist auch das erste Mal, dass ich hier so filme, aber ich dachte, es sieht einfach schön aus mit dem Feuer so im Hintergrund und naja, egal. Okay, jetzt komme ich auch zum Make-up und zwar hatte ich diesmal oder dieses Jahr keine richtige Foundation, die ich so wirklich häufig benutzt habe. Ihr werdet Anfang des nächsten Jahres in meinem Aufgebraucht-Video sehen, dass ich die Healthy Mix Foundation von Bourjois leer gemacht habe. Die ist auch ein absoluter Favorit von mir. Die wird auch ganz, ganz definitiv nachgekauft. Aber für mich war ein absoluter Favorit das MAC Mineralized Skin Finish. Und Achtung, oh scheiße, das ist etwas bröselig, aber Moment. Wie brösel ich das jetzt hin? Irgendwo da hinten, so. Wie ihr seht, es ist fast leer. Also hier unten könnt ihr die Rillen schon sehen. Und es ist definitiv Hit the Pan. Und es hatte früher mal eine krasse Wölbung hier. Da ist nichts mehr. Ich habe das wirklich eine Zeit lang jeden Tag verwendet. Und zwar in Kombi mit diesem Pinsel von Ebelin. Und absolutes Dreamteam. Finde ich einfach nur klasse. Dann habe ich auch sehr häufig, auch schon bestimmt 10-mal nachgekauft, die Make-up Base von P2, diese Anti-Red Base, ihr wisst ja, ich habe sehr schnell Rötungen im Gesicht und die vermische ich ganz oft mit einem Make-up, was mir vielleicht ein bisschen zu hell ist, zu dunkel ist und dann gibt es einfach eine ganz, ganz tolle Mischung oder auch mit einem Make-up, das mir ein bisschen zu deckend ist und ja, finde ich ultra gut. Dann, wenn ich Foundation aufgetragen habe, dann meistens hier mit diesem Ebelin Eye, habe ich auch dieses Jahr mehrfach nachgekauft, ist ein tolles Produkt, das sich einfach auch toll anfühlt und absolute große Liebe von mir. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen durchhetze, aber wir wollen ja keine Jahrhunderte hier sitzen. Dann auch sehr gut benutze ich auch immer wieder von Alverde das Augenbrauengel in Blond. Habe ich mir auch schon zigmal nachgekauft. Ja, ich mache ansonsten nicht so viel mit den Augenbrauen, aber ich zupfe sie halt und nehme dann als so ein Augenbrauengel. Dann mache ich ja weiter mit Wimpern. Und zwar gab es 2 Wimpernduschen und eine Wimpernpflege, die ich sehr häufig benutzt habe. Und zwar die Essence Lash Base. Ja, die ist weiß und wenn man die auf die Wimpern macht, sieht es erst ein bisschen komisch aus. Aber ihr müsst ganz schnell danach eure andere Mascara drauf machen. Weil ich habe es mal gemacht, dass ich so lang, also ich dachte, man muss sie einwirken lassen. Aber danach konnte ich mich gerade mal abschminken, weil dann hat nämlich, dann haben nämlich meine Wimpern die andere Mascara nicht mehr angenommen, weil die schon so verhärtet hat. Also ihr müsst die drauf machen und dann schon nach ein paar Sekunden die schwarze Mascara drüber, damit es schön sich angleicht. Ne? Aber Lash Base finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe das Gefühl, die Wimpern sind einfach schön gepflegt. Die bekommen schon mal gleich so einen Schwung und so eine Länge verliehen und ist auf jeden Fall ein großer Favorit von mir. Werde ich mir auch bald nachkaufen, weil sie fast leer ist. Dann eine Mascara, die ich mir auch schon nachgekauft habe, ist die Essence Lash Princess. Die ist jetzt aber auch schon wieder fast leer. Ist auch also unglaublich gut. Die gibt es ja auch erst seit ein paar Monaten, aber seitdem finde ich sie auch fantastisch. Trage ich übrigens auch heute und ja, ich also
was soll man dazu sagen? Das Ding kostet 3,29 und das macht so ein tolles Ergebnis. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Beste Essensmascara, die ich je hatte. Und ich rede schon wieder zu schnell. Dann die Glamour Doll in Waterproof von Catrice ist auch ein mega Favorit von mir. Also nicht, weil die Mascara an sich so gut ist, sondern eigentlich halt eher wegen ihrer wasserfesten Textur eben. Also die Mascara an sich gibt kaum Farbe ab. Also da, ich habe die mal nur allein getragen, also ohne irgendwas drunter, und das sah dann auch ein bisschen komisch aus. Aber ich benutze eben gerne als Topping-Mascara, um gerade auch die unteren Wimpern, die schnell mal ein bisschen krümeln oder schmieren, da zu festigen sozusagen. Und da finde ich sie wirklich super. Dann mache ich mal weiter mit einer Lidschattenbase. Die von Adeko, die habe ich mir auch schon zweimal nachgekauft und ich mag die total gerne. Also ich habe letztens jemanden im Video sagen hören, dass er sie nicht gut findet, weil sie zu glitschig wäre. Finde ich jetzt gar nicht. Ich benutze sie super gern und die hält auch eine Ewigkeit. Sie kostet zwar um die 6 Euro, aber die hält bei mir, ich würde schon sagen, ein Jahr. Also das kommt schon hin. Also ein Dreivierteljahr mindestens, ja. Das definitiv. Dann habe ich zwei Lidschatten, mit denen ich mich auch an Silvester schminken werde. Ich weiß nur noch nicht mit welchem. Entweder mit diesem von Adeko. Ich weiß nicht, ob man den noch kaufen kann. Und zwar den Glam Couture in der Nummer 12. Ein unglaublich tolles Rosé. Ihr könnt schon sehen, dieser metallische Effekt ist genau das, was ich liebe. Und wunderschön, wie ihr hier oben sehen könnt, habe ich ja auch schon einiges weggenommen. Da feuchte ich immer einen Pinsel an und zack, aufs Auge, sieht bombastisch gut aus. Ja, genauso bombastisch gut sieht auch dieser Kiko-Lidschatten in der Farbe 200 aus. So, den werde ich wahrscheinlich tragen. Ich liebe diese Farbe. Das ist einfach nur absoluter Burner. Die nennen sich Water Eyeshadows. Und ich habe selten so eine tolle Farbe gesehen wie den da. Und ich liebe ihn einfach nur. Es ist pure Liebe zwischen uns. So, dann habe ich jetzt noch ein Kajal und drei Nagellacke und dann haben wir es geschafft. Einmal der Kajal, der ist von Benefit, der Waterproof Bad Gel Eyeliner. Oder Kajal, also den muss ich auch wieder anspitzen. Und der war mal relativ lang, den habe ich ziemlich kurz schon gemacht. Das heißt ziemlich, aber der war schon mal so ungefähr. Und das ist für mich schon mal eine Leistung, weil ich mache Kajals, oder ich benutze Kajal generell nicht so häufig. Aber wenn, dann den hier, und der ist wirklich wasserfest. Also ich bin jetzt nicht damit schwimmen gegangen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also er hält ein bisschen Tränen aus und Schweiß und sowas. Und also ich finde den grandios, werde ich aber auch noch ewig was von haben. War definitiv mein Lieblings-Kajal. So, dann zu Nagellack war sehr, sehr schwierig für mich. Also ich habe erstmal eine Base gefunden, die ich sehr geliebt habe. Und zwar die P2 Base in Care Coat. Ganz, ganz toll. Sieht sehr, sehr schön aus. Macht ein sehr ebenmäßiges Finish auf den Fingernägeln. Und habe ich auch manchmal einfach nur so getragen. Also man sieht jetzt nicht, dass man Nagellack drauf hat. Ist einfach nur eine schöne Base, die sehr gut vor Verfärbungen und so schützt. Dann habe ich euch mal rausgesucht von NYX die Farbe. Milano ist noch relativ neu, habe ich glaube ich im November oder im Oktober gekauft, aber seitdem sehr häufig getragen, also unglaublich schöne Farbe, hält vor allen Dingen auch sehr gut, also kommt durchaus an die Essilacke ran. Und last but not least, ein Essilack natürlich, Penny Talk, ist zwar schon aus dem letzten oder aus dem vorletzten Jahr, aber war auch dieses Jahr ein absoluter Favorit von mir. Ich habe Penny Talk sehr gern getragen, weil er sehr unkompliziert ist. Also ich finde gerade so metallische Lacke, einmal zack drüber und dann war es das schon, und die halten sehr gut. Und ja, okay, das war's jetzt. Das waren meine Jahresfavoriten 2014. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, euer Tag wird dann noch schön, wenn ihr dieses Video seht. Okay, klingt jetzt doof, ich wollte jetzt was anderes sagen, aber ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr. Genau, schreibt mir nochmal, wie euer Jahr war. Also mein Jahr vom Fazit her gesehen war im Großen und Ganzen natürlich eher schlecht, denn Leute, die mich vielleicht ein bisschen näher kennen, wissen, dass es nicht immer einfach war. Aber im Großen und Ganzen, mein Gott, 2015 kann eigentlich nur besser werden. Und genau. Das war's. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rutsch. Feiert Silvester und dann sehen wir uns 2015 wieder mit einem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, darauf freut ihr euch genauso wie ich, und ich kann jetzt gleich nicht mehr sitzen, weil meine Füße so eingeschlafen sind. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Kamin hier hinten dran, und ja, der hat mich jetzt schön gewärmt. Ich hoffe, ihr seid auch schön gewärmt, und ja, okay, gut. Irgendwann mal, wenn man dann zu viel redet, wird es einfach zu viel, und ich wünsche euch, wie gesagt, einen ganz, ganz tollen Rutsch, und dann bis im neuen Jahr und bis zu meinem Aufgebraucht-Video. Ciao!